So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben heute auch einen Stargast da, aber nicht der Adi, denn der verbirgt sich hinter Adi. Das ist nämlich der da. Die Stinksocke ist am Start. Das ist der Ditschen. Wer den Ditschen noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich habe den Alge-Likör, ne? Und wenn es schon um Likör geht, Alkohol, da hat der Ditschen gesagt, no, warte mal, den mache ich doch gleich mit, ne? Hat er gesagt, hat er angerufen und wollte den auch mal testen, deswegen teste ich den nicht alleine. Wir testen den zu zweit. Leider war der im Kaufland irgendwie im Angebot und eigentlich waren das drei Sorten. Das war der grüne, das war der rote und das war der gelbe. Jetzt haben wir aber nur noch den grünen gefunden, also da war ich mit Pupsi am Start, wir haben nur den grünen gefunden. Der grüne ist Limette-Geschmack, es gab aber natürlich noch einen roten, es gab noch einen gelben. Kommen wir jetzt nicht mehr ran, bevor ich jetzt warte, bis wir irgendwann die anderen zwei Sorten noch bekommen, habe ich gedacht, testen wir den einfach so, wie er ist. Einfach nur den grünen, oder? Klingt doch gut. Jo. Abstand. Nein, und deswegen haben wir gedacht, werden wir jetzt mal die Flasche öffnen. Ach so, ja. Ich gucke hier nach Adolf, hier Adi. Muss man jetzt aus der Flasche trinken oder kannst du mal bitte fix aus dem Schrank hinter dir zwei kleine Homer-Gläschen rausholen, dass man da mal so einen Shot trinken kann. Für den Abschluss natürlich, wenn wir Getränke testen, haben wir wieder eine Dose 500er Dosenbier parat, dass jeder eine Dose trinken kann auf Ex, wie immer so bei Ramses Kitchen am Ende. Der Ditschen, so wie es... Ja, übelst gleich halt. Ich dachte aber eigentlich, du holst die ganz kleinen Gläschen vom Homer Simpson. Null, also diese kleinen Shotgläser. Soll ich das jetzt aufteilen? Soll ich die jetzt voll machen? Da ist die Flasche doch leer. Wahnsinn. Ja, aber... Gut. Dann gibt's halt keine kleinen Shots. Dann gibt's halt irgendwas anderes. Dann gibt's Cum-Shots. Ich mach mal hier, ich fülle mal trotzdem da was ein. So, wir füllen jetzt mal hier. Das ist ja irgendwie auf dem Kaiser. So, sieht aus wie Pfeffi, nur nicht so stark. Ja, es ist ein bisschen wässriger, also es ist ein bisschen durchsichtiger. Jetzt habe ich den mal eingefüllt, den guten Alge, ne? Alge powered by Knossi XFU. FU kennt ihr vielleicht, kennt ihr auch nicht. Das sind jetzt hier zwei Gläschen vom Alge, eins für den Ditschen, eins für mich. Du kriegst das, was ist das überhaupt? Das, zeig ich mal. Das ist das gute Bier-Tasting-Glas, wo ich immer den Bier-Tasting-Adventskalender teste. Ja, wie die Kotz-Challenge machen. Ne? Riecht doch nach Limette, ja, was will man mehr? Wie Limo. Ja, riecht auf jeden Fall ein bisschen säuerlich, ein bisschen fruchtig gleichzeitig. Mal gucken, wie es jetzt hinten rein wirkt. Ich würde sagen, Prost. Lass es dir schmecken. Probier mal den guten Alge vom Knossi. Mal gucken, wie gut er mundet. Ne? Hier. Hauen einfach mal kurz rein. So kann ich arbeiten. Ich glaube, ich kann. Schmeckt scheiße. Wie jetzt? Jetzt gib mal dein Feedback ab. Was? Erstmal sortieren. Kann man trinken. Aber die Retour ist halt. Wenn ihr das verstanden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich würde sagen... Ja, ne, die scheiß Säure, das ist das wirkt erstmal richtig dickflüssig beim Trinken, obwohl der eigentlich richtig flüssig ist. Ja, wirkt der irgendwie wie Sirup. Der wirkt richtig dick. Und der euch auf die Lunge schlägt und auf die Magen, Schleimwand, auf die Säure, überall hin. Und er ist wirklich sehr säuerlich. Also der greift wirklich an, der ist sehr... Ich würde einfach sagen, ist nichts für mich. Ne? Da gönne ich, wenn ich was Grünes möchte, dann gönne ich mir lieber Pfeffi. Jawohl. Ich kann das nicht verstehen, dass alle den so hypen, so ultra gehypt sagen, hier Knossi, Alge, richtig heftig, sonst was. Der brennt dir einfach alles weg. Du kriegst direkt Sodbrennen beim Trinken. Der knallt voll rein. Der ist richtig aufdringlich. Also
als Party-Gag vielleicht ganz cool gemacht, dass die Leute sagen, oh, guck mal, der hat so eine Alge dabei, können wir mal in den Mund nehmen und so. Aber für mich jetzt zum öfters Trinken wäre das jetzt nix. Hat ja mal eine Alge dabei, ja. Alge und Leim mit Alkohol steht hier hinten auch noch drauf, ne? Ach nee, ich sauf von Zelda oder was? An das allgemeine Volk. Der wahre König hat zu uns gesprochen. F.U., warum eigentlich Obst? Ich brauche meinen Algeschnaps. Und bin ich zu laut, seid ihr zu schwach? Denn mein Chat hat gesprochen. Eins in den Chat, eins, eins in den Chat. Und eins in den Knossi. Zu Befehl, König Knossi. Unsere Brennereien laufen auf Hochtouren und unsere Obstpflüger fischen von nun an nach Algen. Unsere Obstpflüger fischen... Von der Party, ihr trinkt und seid im Bann der Alge. Wir gehen rein und bleiben drin. Alge, Alge, Alge. Also, ich kann den Hype jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Also, ich fand ihn jetzt sinnlos. Sehr aufdringlich, sehr Ausschuss. Brennend. Einfach nur, also da gibt's andere Liköre, die schmecken wirklich vorzüglich. Der ist jetzt nicht so mein Ding. Aber zum Schluss haben wir natürlich noch das gute 500 Dosen Bier. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Ditchen eine Challenge machen. Ich werde ihm einfach mal so eine Dose aufmachen. Nee, ich sauf nicht auf Ex. Dann werde ich mir auch so eine Dose aufmachen. Das habe ich doch vorhin abgesprochen mit dir. Ich habe dich extra noch gefragt. Jetzt gebe ich ihm meine vorletzte Dose 500 Dosen Bier. Ich nehme mir auch meine Dose 500 Dosen Bier und würde sagen, das war's von meiner Seite aus, vom Ditchen seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Und viele Freude. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Prost. Ja, als hätte ich fast in die Dose gekotzt. Ach. Ich hab mich nicht mal gewöhnt. Schön. Nicht auf Materialien. Na, nicht, dass du da wieder rumzwirbelst, gell? Kann ich immer nicht halten. Ist immer so. Ach so. Der Gerät. Ist vor der Chefaufgabe. Oh. Was ist denn das? So. Die pinken Kugel. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem 500 Dosen Bier. Hab's schon gehört, der Ditch hat's nicht geschafft. Nö. Aber ist ja auch egal. Was hat jetzt besser geschmeckt, das Bier oder der Alge? Das Bier, genau. Ja. Deswegen kauft alle 500 Dosen Bier, dass sie richtig gehypt werden und sich noch lange halten, dass ich noch ganz lange diesen schönen Geschmack ertragen kann, weil ich finde, bin übelster Fan davon und so. Das war's. Von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Ditchen. Mal wieder in einer kleinen Gastrolle zu Start. Wenn ihr mehr Videos mit Ditchen wollt, schreibt's mal in die Kommentare. Einige kennen ihn ja noch von damals. Und andere sagen so, was ist denn das für ein Assi? Und da sage ich euch, habt da recht, ne?